258 Millionen Migranten gab es 2017 weltweit. Damit erreicht die Zahl der Menschen, die nicht in ihrem Geburtsland leben, ihren Höchstwert. Fast 70 Millionen davon sind Geflüchtete, also Menschen, die eine begründete Furcht vor Verfolgung haben. Ihren Schutz regelt das UN-Flüchtlingswerk und die Genfer Flüchtlingskonvention. Die Richtlinien für Migranten sind international bisher nicht geregelt. Das wollen die Vereinten Nationen ändern. Der globale Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration ist 32 Seiten lang und hat 23 Ziele. Das oberste: international besser kooperieren. Aber auch Bekämpfung von Menschenhandel und Fluchtursachen, Standards für Arbeitsmigranten, Zugang zu Informationen und eine bessere Zusammenarbeit bei der Rückkehr von Migranten in ihre Heimatländer. Kurz: legale Einwanderung soll erleichtert, illegale reduziert werden. Im Entwurf des UN-Migrationspaktes steht dazu: der globale Pakt bekräftigt das souveräne Recht der Staaten, ihre nationale Migrationspolitik selbst zu bestimmen. Dazu kommt: der Migrationspakt ist nicht rechtsverbindlich. Unterstützer des Abkommens werfen den Kritikern wiederum vor, den Pakt für ihre eigenen politischen Botschaften zu nutzen. Und in Berlin sprechen wir jetzt mit dem Völkerrechtler Helmut Aust. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist dieser Pakt rechtlich wirklich nicht bindend? Denn das ist ja das, was viele Kritiker an diesem Pakt bemängeln. Das geht aus dem Pakt selbst ganz eindeutig hervor. Es wird an prominenter Stelle erwähnt, dass keine rechtlichen Verpflichtungen ausgelöst werden. Insofern, wenn man nach der rechtlichen Verbindlichkeit als solches fragt, kann man wirklich guten Gewissens sagen, es ist ein nicht verbindliches Dokument. Und könnte aber durch die Hintertür dieser Pakt doch noch zu einer Art Gesetz werden, wenn nämlich zum Beispiel Richter diesen Pakt dann als Grundlage für ihre Rechtsprechung benutzen? Richter können das nicht so einfach machen. Wenn der Pakt selbst sagt, dass er nicht rechtlich verbindlich sein soll, ist das keine Einbahnstraße, kein Automatismus hin zur Begründung neuer Rechte. In der Tat können sich aus unverbindlichen Dokumenten auch im Laufe der Zeit neue Regeln ergeben. Das setzt aber dann auch voraus, dass sich eine entsprechende Praxis der Staaten entwickelt. Insofern ist es nicht so, dass jetzt durch die Annahme eines solchen Dokuments auf einmal ganz klar ist, dass alles, was da drin steht, in einigen Jahren verbindlich sein wird. Aber was bringt dann, auf der anderen Seite gesehen, so ein Dokument, wenn es gar nicht rechtlich bindend ist? Ich denke, man sollte nicht davon ausgehen, dass man sich nur in rechtlich verbindlicher Art und Weise international einigen kann. Es gibt wichtige Probleme, Migrationsfragen gehören dazu, die man nur global lösen kann. Und es ist ein wichtiger erster Schritt, dort gemeinsame politische Grundsätze zu vereinbaren. Und es zeigt gerade diese politische Unverbindlichkeit, dass die Staaten eben auch nicht bereit sind, sich rechtlich verbindlichen Regeln auf diesem Gebiet zu unterwerfen. Wenn ich das richtig verstehe, ist es also bisher so eine Art Absichtserklärung. Wenn die heute unterschrieben wird, was wird sich dann in Deutschland ändern für Einwanderer? In Deutschland wird sich relativ wenig ändern. Das Allermeiste, was im Migrationspakt steht, ist mit der deutschen Rechtslage ohnehin schon abgedeckt. Für die Bundesrepublik Deutschland ändert sich gewissermaßen das politische Klima, in dem man international mit anderen Staaten über Migrationsfragen sprechen kann. Man kann dann zum Beispiel auf die eingegangenen politischen Verpflichtungen auch von Herkunftsländern pochen, zu kooperieren, bei der Rücknahme mitzuwirken, Ausweispapiere auszustellen und so weiter. Und woanders auf der Welt, also welche Verbesserungen erwarten sich Befürworter da und sind diese Hoffnungen berechtigt, wenn das Ganze eben nur eine Absichtserklärung ist? Das ist die große offene Frage. Also es gibt natürlich viele Staaten auf dieser Welt, in denen grundlegende Menschenrechte für Migranten nicht respektiert werden. Und ob sich das jetzt durch diesen Migrationspakt ändert, ist eine offene Frage. Man kann aber immerhin darauf pochen nun, dass die Staaten sich politisch dazu bekannt haben. Und es wird insofern für Staaten, in denen Rechte von Migrantinnen und Migranten bisher nicht so gut geschützt sind, schwieriger werden zu sagen, dass das eine rein innerstaatliche Frage ist, die die internationale Gemeinschaft gar nichts angeht. Heute wird in Marrakesch der UN-Migrationspakt unterzeichnet. Einschätzungen waren das von Völkerrechtler Helmut Aust. Danke für das Interview.